Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir fahren heute noch essen. Ich bin gerade hier im Bulli mit meinem Hund hier und wir warten noch auf Sia, der kommt gleich. Wir wollen nämlich noch essen fahren und zwar zu Oriental Palace. Vielleicht kennt ihr die ja schon. Die verkaufen Möbel, sehr viele verspiegelte Möbel auch, die normalerweise sehr teuer wären. Bei denen kriegt ihr die für richtig gute Preise. Und ja, wir machen uns gleich auf den Weg und werden dann ein Regal holen, was wir reserviert hatten und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Mal gucken. Hier ist noch Manni. Hallo Manni. Sia. Und ich habe mich hier in die Ecke gechillt. Ich habe immer voll die Rückenschmerzen, wenn ich im Bulli mitsitze, weil er irgendwie voll so gerade ist. Und ja, jetzt werde ich noch ein paar Sachen erledigen. Ich habe meinen Laptop mitgenommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Leute, wir sind jetzt hier bei Oriental Palace in Essen und ich zeige euch mal ein bisschen, was sie so haben. Hier seht ihr zum Beispiel diese Spiegel hier. Haben die ganz viele, also die haben ganz viele verspiegelte Sachen, Kommoden oder Kronleuchter. Ich habe einen Kronleuchter auch von hier geholt. Guckt euch mal bitte diesen riesigen Kronleuchter da hinten an. Wie heftig ist das bitte? Dann geht es hier weiter. Das Regal hier habe ich zum Beispiel auch genommen. Das nehmen wir uns mit. Und ja, dann gibt es hier noch ganz viele Sachen. Also so Kamine zum Beispiel. Ich glaube, der hier, ja, das ist so ein 3D-Kamin. Den kann man auch anschalten. Und hier hinten auch nochmal alles voller Spiegel. Also die haben richtig schöne Sachen, wirklich. Und die Preise sind einfach unschlagbar, finde ich, bei denen. So. Jetzt haben wir einen Tisch, den kann man automatisch vergrößern. Und zwar mit einem Handgriff. Weißt du, was für Maße das sind? Die sind, kommt 1,25 Meter. Ja. Und einmal von 50, glaube ich. Okay. Und die geht auf Wohnzimmertisch. Mhm. So. Hä, wie cool ist das denn? Ja, Wohnzimmertisch. Richtig cool. Und wieder, wie viel groß willst du? Kannst du zum Beispiel machen. Krass. Und die geht automatisch klein. Und dann kannst du wohnzimmertisch auch benutzen. Also wenn man eine Großfamilie hat, ist das nicht perfekt, ne? Ja. Was kostet der? Die kostet bis Ende dieser Woche 300 Euro Angebot. Okay. Ja. Habt ihr gehört, Leute, bei Oriental Palace kriegt ihr das alles hier. Ich habe mir auch noch diesen Tisch hier genommen. Der ist gerade so ein bisschen versteckt, aber ich zeige euch das zu Hause dann nochmal. Und, achso, Sofas habt ihr ja auch, stimmt. Diamantisch. Und Diamantische. Die sind auch richtig schön. Das Regal habe ich mir auch mitgenommen hier.
Die Uhr ist auch cool. Hier gibt es auch so verspiegelte Bilderrahmen mit Bilder. Hier sind auch noch mal ganz viele Sofas. Oder hier gibt es auch so Nachttische. Mit so einem glitzernden Knopf vorne dran. Guck mal diesen Kronleuchter bitte an. Wie heftig ist das bitte? Das Regal wollte ich eigentlich zuerst nehmen, hier das hier, was hier steht. Aber jetzt haben die das neue reinbekommen und es ist viel größer als das andere. Deswegen nehmen wir das mit, weil wir auch ziemlich hohe Wände haben. Und dann sieht das alles immer, finde ich, dann sieht das alles so ein bisschen besser aus. Ja, das war es eigentlich. Jetzt warten wir noch, bis unsere Sachen rausgeholt werden. Und dann fahren wir wieder zurück. Dann haben wir wieder eine 2,5 Stunden Fahrt vor uns. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Haben aber kurz angehalten bei Burger King. Und ich hoffe, das Licht geht jetzt nicht aus. Ja, wir warten jetzt erstmal auf sie. Er holt uns jetzt von Burger King was zu essen, weil wir voll Hunger haben. Und ich glaube, ich werde krank. Was denn, Manni? Hm? Engelchen, was ist los? Und ich glaube, ich werde krank, weil irgendwie pulsiert mein Kopf richtig. Es fühlt sich irgendwie richtig nach so Migräne oder so an. Auch wenn ich so ins Helle gucke, tut das übelst weh. Und meine Augen tun auch richtig weh hier hinten. Kennt ihr das? Wenn die Kopfschmerzen so hinterm Auge sind. Oh, es ist so heftig gerade. Ich habe auch keine Schmerztabletten oder gar nichts dabei. Weil ich nehme eigentlich nie Tabletten. Wirklich nur, wenn es richtig schlimm ist. Und in dem Fall hätte ich sehr gerne Tabletten gehabt, aber ja. Habe ich jetzt leider nicht. Muss ich aushalten noch den ganzen Rückweg. Wir fahren jetzt noch 2,5 Stunden zurück. Und ja, ich habe jetzt erstmal, was habe ich mitgenommen? Ich habe jetzt ein Regal mitgenommen, dann habe ich einen Tisch mitgenommen, so ein Esstisch. Nicht Esstisch, wie heißt das? So ein Wohnzimmertisch, genau. Ein Wohnzimmertisch. Und dann habe ich mir 4 Regale mitgenommen, weil unsere Wohnzimmerwand so leer ist, wollte ich halt sowas darüber hängen. Und das war's, glaube ich, oder? Habe ich schon gesagt, dass ich ein Regal genommen habe? Auf jeden Fall habe ich ein Regal genommen. Ein ganz großes. Und die Preise waren so geil. Ich habe für das Regal, also wir haben für alles zusammen 500 Euro nur bezahlt. Haben einen Rabatt bekommen, weil wir halt mehr Sachen genommen haben. Und kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich glaube, der muss pinkeln. Ich gehe gleich noch eine Runde mit ihm, bevor wir losfahren. So, unser Essen ist jetzt da. Ich packe das einfach hier hin. Aua! Sorry. Meine Haare. Und dann nehme ich uns auf beim Essen. Wie heißt das nochmal? Mukbang? Mukbang. Mukbang. Warte. Oha, was geht draußen ab, ey? Ist das überhaupt ein Cheeseburger? Da ist irgendwas drin. Achso, das ist... Ah, ist ein Cheeseburger, ne? Oder? Nein. Nein? Das ist dein Cheeseburger. Oh nein, ich will jetzt den. Dein Ernst? Das, okay. das war richtig, ja. Mein Menü. Er ja, ist doch. Nein, egal. Egal ist. Nein, ist richtig. Ich mag eh nicht so viel Fleisch. Der sah noch voll saftig aus. So. Wenn du meiner so. Doch, der ist auch halt. Ja. Na, okay, danke. Wer nimmt auch mal die Gurken raus? Das machst nur du. Ich wette, das machen richtig viele. Obwohl die eigentlich gar nicht so scheiße schmecken, ne? Also so? Okay. Die sind eigentlich voll lecker. Aber ich mag das nicht, wenn das warm ist irgendwie. Hier ist mein Cheeseburger. Lecker. Guten Appetit. Danke, ja. Und Pommes habe ich mir mitgenommen. Habe ich mitgenommen. Hast du mitgenommen? Habe ich bestellt. Ja. Das ist Nuggets? Mhm. Lecker. Leute, mögt ihr Burger King mehr oder McDonalds mehr? Ich finde, dass Burger King die besseren Burger hat irgendwie, ne? Aber nicht alle.
Oder? Hat Burger King die besseren Burger? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß irgendwie nicht, weil die Burger kann ich nicht entscheiden. Aber die Pommes sind auf jeden Fall bei McDonald's besser. Und süß-sauer ist auch bei McDonald's besser. Ja. Mhm. Und auch. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Aber ich esse immer meinen Burger mit Sauersoße. Und dann tupfe ich den hier so rein und beiß es dann so ab. Das schmeckt voll lecker. Ja. Ich fühle mich gerade wie bei diesem Naked Survival. Warum? Wegen dem Regen und ist man so draußen und so. Leute, kennt ihr das? Dieses Naked Survival? Das sind so zwei, wie nennt man das? Zwei Menschen. Das Menschen. Das sind so zwei Menschen und die müssen überleben, wie lange? 21 Tage, glaube ich. Mhm. Und dann in irgendwelchen schwierigen Gebieten. Zum Beispiel im Dschungel oder wo war es noch? Regenwald. Ja, Regenwald und so. Und die müssen dann halt nackt dahin kommen und die haben halt wirklich gar nichts. Ich glaube, eine Sache dürfen die mitnehmen oder sich aussuchen oder so. Und die haben meistens irgendwie eine Machete und irgend so ein Feuerzeugding, ne? Mach was? Machete? Machete. Was? Machete. Habe ich das nicht gesagt? Du hast Machete gesagt. Hä? Was hast du denn gesagt? Machete. Machete. Du sagst Machete. Hä? Ist doch normal. Hätte ich vergleichbar für mich. Machete. Meine Mutter würde jetzt sagen Machete. Nee, Machete. Ja, genau. Sie würde sagen Machete. Ja, Hanuta. Auf jeden Fall müssen die dann, Was ist los in mir? War komisch da. Auf jeden Fall müssen die 21 Tage überleben. Und dann müssen die so essen und so, Essen jagen. Mhm. Ja, Tiere jagen und sowas. Ja, die müssen halt überleben, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall geil. Guck mal, bei dem macht das immer. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen, haben die Möbel reingebracht und jetzt sind wir gerade dabei, das aufzumachen alles, weil das so voll dick verpackt ist. Und vielleicht zeigen wir euch das. Ne, wir machen am besten morgen noch ein Video, glaube ich, ne? Ja. Wir müssen einfach so eine Nagelschere zum Aufmachen. Es sind jetzt schon so ein paar Tage vergangen, seitdem ich den Vlog gedreht habe. Und jetzt wollte ich euch noch mal kurz zeigen, wie der Tisch aussieht und wie das Regal aussieht. Wundert euch bitte nicht. Ich weiß, der Boden passt null zu dem Sofa und so weiter. Aber ja, wir werden wahrscheinlich bald umziehen. Das werde ich dann auch alles wahrscheinlich vloggen und ja, gucken. Also es steht schon zu 99% fest, aber den Rest erzähle ich dann auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall ist das hier der Tisch und der hat hier so ein 3D-Muster, ist halt komplett verchromt und oben hat er halt so eine Glasplatte, den haben wir für, ich glaube, 150 Euro geholt. Und jetzt will ich euch nochmal kurz zeigen, wie mein Kronleuchter aussieht von Oriental Palace. Den hatte ich vor, ich glaube, ein, zwei Jahren geholt und von dem weiß ich leider den Preis gar nicht mehr, da müsst ihr mal am besten bei denen nachfragen. Den kann man auch in verschiedene Farben einstellen. Also ein wärmeres Licht gibt es, dann gibt es ein schwächeres Licht, damit es nicht so blendet und so weiter. Ich glaube, 4 Stufen gibt es da insgesamt. Und hier ist das Regal, was wir geholt hatten. Ist auch mega schön. Ja, und dann hatten wir noch 4 Regale haben wir noch geholt. Aber die werden wir jetzt nicht mehr aufhängen, weil, wie gesagt, wir werden bald umziehen. Und dann lohnt es sich einfach nicht mehr, jetzt alles noch aufzuhängen. Ich werde den Vlog jetzt auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!